Verständigung klauen wollte. Es gibt zwei kritische Momente, das ist einmal der Start und einmal die Landung. Ja, der Start ist für euch weniger kritisch. Das ist für mich, ich muss die Windverhältnisse richtig einschätzen und sagen, alles klar, weil ich muss mal pushen. Sollte schon jetzt erfolgen. Die Lande kommt dann mit schwachem Wind an, der Korb berührt den Boden und der Korb berührt den Boden, der Wind reißt die Hülle regelrecht hoch, der Korb gibt auch sofort und wird in die Position. Sieht für Außenstehende immer tierisch gefährlich aus, macht Spaß. Nein, das kriegen wir heute nicht hin, aber das machen wir mal. Thank you.
Und das Ganze hat sich nicht irgendein Witzbold ausgedacht, das hat tatsächlich einen historischen Hintergrund. Als nämlich 1783 das erste Mal zwei Menschen mit einem Ballon den Erdboden verlassen haben, geschah dies vor den Augen König Ludwig XVI. Und 400.000 Menschen Publikum in Paris. Und der König war so begeistert, dass endlich Menschen auch den Erdboden verlassen können, dass er umgehend das Gesetz erlassen hat, dass dieses Erlebnis nur den Adligen vorbehalten bleiben darf, denn nur die dürfen sich ungestraft über Königs Haupt erheben. Und daher kommt das, dass alle, die unadlig mit einem Ballon den Erdboden verlassen haben, wenigstens nachträglich in den Adelsstand erhoben werden, damit das seine Richtigkeit und seine Und verbunden ist das Ganze mit einer kleinen Zeremonie. Ehre dem, der alles hat geschaffen. Er schuf für uns als schönsten Teil der Welt das weite Himmelszelt. Er hat das Feuer uns gegeben, mit dessen Kraft wir uns erheben und über Felder, Wiesen und Städte schweben. Nun soll uns auch das Feuer taufen, zum Löschen wird der Sekt dann laufen. Und bevor ihr euch jetzt in den Adelsstand erheben dürft, müsst ihr euch einmal in eurem Leben noch ein Anweisung meines Piloten. Den Anweisungen meines Piloten. Stets Folge zu leisten. Stets Folge zu leisten. Und ich weiß, dass ich im Notfall. Dass ich im Notfall. Als überflüssiger Ballast diene. Ich gelobe weiterhin. Von nun an nie mehr. Vom Ballon fliegen. Sondern nur noch. Vom Ballonfahren zu sprechen. Tue ich dies dennoch. Werde ich allen Anwesenden. Piloten stelle ich einen ausgeben. Du bist zwar schon adelig, aber ich hoffe einfach, dass ich eine Steigerung in deinem Adelstitel finde. Zu Kilo Alpha und sein Pilot Alexander Vogt gehen mit hiermit kund und zu wissen, dass wir Helmut Weigel nach Zunft und Ordnung der Ballöner auf den Namen Tollkühner Kurfürst Helmut I. zu Bad Laa und Freiherr zu Kattenfenne den Erdlingen lustig winkend getauft haben. So, wir werden eine kleine Haarsträhne nehmen, ankokeln
und standesgemäß mit Sekt löschen. Da kam aber noch was. Mutig aufgestiegene Gräfin von Blomberg und Comtesse zu Westerwiede, die Rehe und Hasen fest im Blick. Marita, dich taufen wir auf den Namen. Kühne Freifrau Marita, hoch zu lüften und Baum mit. Jo. Ja, welche nehmen wir? Hast du eine Lieblingssträhne? Ne, die grauen. Die grauen. Alle einzeln. Oh, das brennt noch. Das war doch Können. Wir bekommen noch ein kleines Andenken vom Landort. Oh. Bitte schön. Oh, vielen Dank. In Ehren halten. Ja, genau. Ich muss mir aber langsam Gedanken machen. Du hast Männernachweis und jetzt die Stube geschenkt, oder wie? Du musst erst. Oh, meine Mitfahrer. Ja. Soll ich? Nee, das ist meins. Ah, das ist da. Das ist klasse. Andreas? Ja. Ja. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.